Wir sind hier in der Neuen Flora, die einst gebaut wurde für das Phantom der Oper. In der Zwischenzeit ist viel anderes passiert und jetzt sind wir wieder in der Neuen Flora mit Phantom der Oper. Eine ganz spannende, aufregende Geschichte eigentlich. Also wir haben hier bei Phantom der Oper das Design, wie es vor 25 Jahren, glaube ich, war es jetzt genau, von der Björnsson entworfen wurde. Und genau so wurde das jetzt auch wieder hier umgesetzt. Die Kostümabteilung, die hat eine große Aufgabe, denn das muss alles neu gemacht werden. Und man kann sich vorstellen, dass es das nirgends zu kaufen gibt, sondern das ist alles Handarbeit, ob es die Dinger sind, die da drauf geklebt oder genäht sind. Über die Jahre ist es halt so passiert, als wenn man ein altes Eichenboot hat, wo immer mal eine Planke ausgetauscht wird. Und da hat man am Ende des Tages entweder ein neues Boot oder das alte Boot neu gemacht. Hier sehen wir gerade Arbeiten, Swag-Arbeiten, sogenannte Swag-Arbeiten. Das heißt, an dem großen Vorhang wird die RAF-Einrichtung gerade installiert bzw. getestet. Und jeden Abend muss es gleich gut aussehen, so wie der Designer das jetzt vorgegeben hat. Das heißt, Puschelarbeiten. Kronleuchter ist einmal der Kronleuchter, wie man ihn sieht, und dann gibt es eine ganz, ganz aufwendige, ausgetüftete Maschine dahinter, weil wir mit dem Kronleuchter ganz viel anstellen. Der wird schnell auf die Bühne fallen und da zum Stehen kommen müssen, und das muss eine Maschine für uns machen, die nichts anderes erlaubt als diese Fahrbewegung. Für mich das schönste Schmuckportal, was es im Musical-Bereich so gibt, weil es ist ja so eindrucksvoll und gewaltig, und man ist eigentlich optisch auch gefesselt von dem. Also wir haben hier gleich feuergefährliche Handlung, so heißt es einfach, wenn man mit Pyros arbeitet, und das muss man bei der Feuerwehr anmelden und die Feuerwehr nimmt es ab. 3, 2, 1, go! Ja? Da gibt es unterschiedliche Klassifizierungen und wir haben eine relativ harmlose, also keine Bombe, die hier gezündet wird, sondern es ist immer ein Lichteffekt, ein Blendeffekt, oder eben wir haben auch einen feuerspuckenden Totenkopf, und das wird dem Feuerwehrmann jetzt gerade vorgeführt, damit wir die Freigabe dafür kriegen. 3, 2, 1, go!